Kann los gehen. Viel Spaß. Alles klar. Ja, wir fangen okay, an dann, zu rollen. Ja, dann schauen wir mal, wer anfängt. Schon wieder. Willst du anfangen? Ja, gerne. Okay. So, dann ziehe ich jetzt 7 Karten. Ich ziehe auch 7 Karten. Das ist ein krasses Gefühl, 7 Karten zu ziehen, ne? Ist einfach krass, das sind so viele Karten. Okay. Okay, dann viel Spaß. Danke dir auch. So, Olaf kommt in die Tinte. Alles klar. Und dann bist du dran. Das war's schon. Na gut. Was soll ich sonst machen? Weiß ich ja nicht. Ich mache auch was ganz. Ich leg das Gesindel in die Tinte. Und dann benutze ich die Tinte auch gleich und bringe Captain Hook aufs Feld. Und dann bist du dran. Dann ziehe ich eine Karte. Und lege Isma in die Tinte und spiele dann für die 2 Tinten Isma. Okay. Dann bist du dran. Alles klar, dann ziehe ich eine Karte. Achso, vorher muss ich die Tinte noch wegmachen. Und dann auch hier die Reihenfolgen einhalten. Wenn die Tinte verschwindet. Genau. Ja, und das war's schon, dann bist du dran. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Ach, nee. So viele Optionen. Ja. Na gut. Nehme ich die MME-Kommode in die Tinte. Let's go. Ich weiß es nicht, ich mag nur seine Kommode. Ja. Ich weiß auch nicht. Das Achso, und die Tinten kannst du noch bereit machen. Ja, stimmt, das hätte ich vorher auch gewusst. Nicht so. Dann, hab ich 3 Tinten und ich glaube, ich habe keine Karte gezogen. Du hast eine Karte gezogen, ja. Du hast 3 Tinten. Stimmt, ich weiß welche, ja. Sorry, okay. So, dann habe ich 3 Tinten. Und dann singe ich für 3 Tinten das Lied Freunde im Schattenreich und kann somit 2 Karten ziehen. Sehr gut, ja. Das freut den Gegner immer, wenn man die Karte spielt. Der Effekt kommt auf den Friedhof, das Lied. Topf der Gier. Ich habe gespielt. Ja. Dann erkunde ich für 1. Okay, dann kriegst du deinen ersten legendären Punkt. Und dann bist ja, du bist dran, ich kann das machen. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Ja. Dann lege ich den Luftschlag in die Tinte. Und ich fordere Minimas mit Captain Hook heraus. Und mein Captain Hook hat eine Fähigkeit, immer wenn er herausfordert, bekommt er plus 2 Angriff, also, ja. Verdammt. Wird Minimaus verbannt und Captain Hook auch, weil Minimaus hat er 2 ja. Stärke. Ja, den Friedhof. Und dann bist du dran. Okay, dann mache ich die wieder bereit. Ziehe eine Karte. Packe die in die Tinte. Okay. Halten Sie Ihr Temperament ins Auge. Ich fange es. Oh, wow. 4. Ah, ja. Was mache ich? Spiele ich für 3 Manifiz.
Kannst du eine Karte ziehen? Kommt doch eine Karte ziehen. Auch ein guter Start. Okay, dann kann ich nichts mehr machen und dann bist du da. Genau, jetzt ziehe ich eine Karte. Und dann lege ich Maul in die Tinte und beschwöre für 3 Tinten Mickey Mouse, den Detektiv. Mhm. Und Mickey Mouse hat eine Fähigkeit, und zwar heißt die Finde einen Hinweis, die besagt, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du die oberste Karte deines Decks verdeckt und erschöpft in deinen Tintenvorrat legen. Und dann bist du dran. Gut, dann mache ich meine Tinten wieder startklar. Ziehe eine Card. Okay. Dann kommt Dr. Facilier. In die Tinte. Den Charakter kenne ich tatsächlich gar nicht, aus welchem Film der ist. Warte mal. Ist der nicht? Doch, der ist doch von Küss den Frosch. Den Film habe ich leider nicht gesehen. Also, Malefiz und Mickey Mouse und Minnie Mouse kennt man natürlich, aber den kannte ich jetzt nicht. Ja. Hast du schon 5 Tinten? Ich habe eine Runde vergessen, eine Karte. Dann spiele ich für 4. Ja. Den Meerschaum. Hui, der ist besonders stark, weil der ist wendig, oder? Ach ja, tut mir leid, natürlich, der ist wendig. Ja. Das bedeutet, dass du meinen Charakter, weil er eben wendig ist, nicht herausfordern kannst. Okay. Mhm. Genau, dann habe ich 4 dafür hingelegt. Und dann sammle ich mit meinen Feeds. Okay, dann kriegst du wieder einen Punkt. Das ist auch 2. Und dann bist du dran. Okay, dann mache ich meine Tinten bereit. Ziehe eine Karte, leg den Kokosnusskorb in die Tinte und beschwöre für 5 Tinten Simba, den rechtmäßigen Thronfolger. Der hat genauso wie Mickey Mouse auch die Eigenschaft, dass man ihn nicht als Tinte benutzen kann. Aber er ist auch relativ stark, weil man nämlich jedes Mal, wenn man mit Simba jemand anderen herausfordert und den Charakter dadurch Verband einlegen bekommt. Aber da ja jetzt gerade erst gespielt wurde, kann ich jetzt gerade meinen Fix noch nicht herausfordern. Und der Unterschied ist natürlich, dass du keine Tinte sammeln kannst, das sieht man hier oben, ne? Genau, richtig, das sieht man oben an dem Symbol. Nicht ausgefüllt. Was steht bei Simba dahinter? Der hat einen Flavortext. Wie jede Karte hier bei dem Spiel hat natürlich auch Simba einen Flavortext. Und zwar ganz passend zum rechtmäßigen Thronfolger sagt der Flavortext: Ich kann mich nicht mehr verstecken. Es ist Zeit, meine Bestimmung zu akzeptieren. Hat dein Temperament im Zaum. Ja. Ja, dann, genau, ich muss die Tinten dafür natürlich noch einsetzen und dann bist du dran. Okay. Dann mache ich meine Karten wieder ready. Ziehe eine Karte. Hä? Ach, ich wollte schon sagen. Hast du eine Karte doppelt? Nee, ich habe mich verwirrt. So. Okay. 5 Tinten habe ich. Dann spiele ich für 2 Tinten das Lied, was besagt, dass ich dann 4 Karten ziehen darf und davon dann eine Charakterkarte auf meine Hand nehmen darf. Okay. Das Lied aus Die Schöne und das Biest, ne? Genau. Sei hier Gast.
Und die restlichen Karten mische ich in beliebiger Reihenfolge unter mein Deck. Mhm. Gut. Das Lied ist irgendwie so. Muss ja auch immer mal aufhören, ne? Inwiefern. Dann würde ich das Lied, kann ich nochmal an die Tinte legen? Ja. Und spiele für 4. Ariane aus. Okay. Mhm. Erkunden. Man erkundet mit den Charakteren, ja, um die Legendenpunkte zu sammeln. Ja, genau. Genau. Dann erkunde ich. Okay, dann mache ich die Tinten bereit. Ja, ist dann, genau. Ich ziehe eine Karte. Dann. Spiele ich für 4 Tinten Malefiz, böser Besuch aus. Die hat keinen Effekt, aber ich kann, wenn ich mit ihr erkunde, 2 Legendenpunkte sammeln. Und dann spiele ich noch Feuert die Kanonen für 1 Tinte auf Malefiz aus, dann kriegt sie 2 Schaden. Ja, und ist dann mit zerstört. Genau. Und. Genau, dafür muss ich die letzte Tinte ausgeben. Dann erkunde ich mit Mickey Mouse und mit Simba und sammle 3 Legendenpunkte. Und dann bist du da. Okay, dann liegt die Karte wieder bereit. Ziehe, ach ja, auch noch, na klar. Jetzt staut sich sie schon. Und ziehe eine Karte auf. Das ist sehr gut. Leg ich eine Tinte. Ja. Das ist eine super Tinte. Das sind dann 7 Tinten. Ja. Mit diesen 7 Tinten spiele ich meinen geliebten Dr. Fassini. Ja, der ist sogar der Starke. Dafür sorgt, dass wenn, der dafür sorgt, dass wenn Charaktere, also Spalten von mir sterben durch deine Herausforderung, dass die wieder verfehlt müssen und ich will dann machen. Okay. Genau. Und dann erkunde ich. Achso, wir sind. Ja. Ja. Und dann erkunde ich. Ja. Okay. Und wie heißt der Dr. Fassier? Der hat ja noch so einen zweiten Namen. Agent Provocateur. Ah, okay. Dann gehst du auf 7 Legenden. Ne? Ich hätte halt auch die Möglichkeit mit dem. Hatte ich hier schon einen liegen? Nein. Ja, das in die Tinte gepackt ineinander. Ja, mit dem, den ich in der Tinte habe, da hätte ich auch. Soll ich den mal raussuchen? Ja, kannst du mal kurz zeigen, wenn du möchtest. Genau, da ist er. Mhm. Wenn ich den auf dem Spielfeld liegen hätte, dann könnte ich den auch aktivieren, beziehungsweise Gestalt umwandeln. Von dem zu dem. Ja. Und dann anstatt für 7 Tinten. Das ist der Effekt dann für 5 Tinten. Ah ja, und du kannst ihn dann quasi auch direkt einsetzen, wenn er so gestaltwandelt wurde, ne? Das steht hier nicht drauf, aber das hast du mir erklärt gehabt, ja. Ja. Na gut. Okay. Jo, dann würde ich sagen, ich bin dran. Wahrscheinlich. Ja. Dann mache ich meine Charaktere bereit. Ich mache meine Tinten bereit. Mhm. Ziehe eine Karte. Dann lege ich Captain Hook in die Tinte. Ja. Dann beschwöre ich für 5 Tinten Simba, den rechtmäßigen Thronfolger. Und dann.
Dann erkunde ich mit Malefiz, mit Mickey Mouse. Und mit Simba und sammle dann 5 Legendenpunkte. Somit habe ich dann 8. Und dann ist es wieder. Mhm. Mach meine Karten wieder bereit. Hier eine Karte. Mhm. Ich habe es nicht gesehen. Es war auf jeden Fall eine lila Karte. Du hast ja schon genug gesehen. Amethyst. Amethyst? Ja. Ach Gott. Ja, jetzt haben wir wieder so viele Optionen, dass wir vorne wie immer. Okay, Gut. Dann spiele ich für 5. Mhm. Einen weiteren Abschaum. Okay. Der hat rasant. Ja. Der kann sofort angreifen, heißt das? Der kann sofort angreifen. Oder herausfordern. Ja, klar, kann sofort angreifen, ganz genau. Okay. Und dann möchte ich. Welchen Effekt hat Simba? Simba hat den Effekt, wenn ich mit ihm in meiner Runde jemanden herausfordere, dann bekomme ich einen Legendenpunkt, wenn er den Charakter verbannt. Okay. Du musst ja nicht herausfordern, nur weil er rasant hat. Ich weiß, aber... Er hat ja auch... Ich habe ja den Bonus. Ja, aber ich habe ja einen Bonus durch das Wendige. Ich kann dich jetzt angreifen, dann nehme ich die Mickey Maus weg. Das mache ich jetzt auch. Okay, dann kriegt er einen Schadenspunkt. Ja. Genau, dann musst du den noch tappen. Der kriegt einen Schadenspunkt, genau. Hatte ich angegriffen. Ja. Genau, er ist wendig. Der Abschaum ist wendig, weil der Meerschaum den Effekt hat, dass andere Abschaumcharaktere auch wendig sind. Ne? Genau, ja. Also die Wendig-Charaktere geben anderen Abschaumcharakteren wendig und die Rasant-Charaktere geben auch den anderen Abschaumcharakteren rasant. Also die haben. Ja, beziehungsweise, das sind ja diese beiden aus der Serie, oder? Ne? Ja. Von Ursula, die beiden Handlanger. Von Ariel, ja. Genau, also aus dem Film Ariel, genau. Ja. Ja. Ja, okay. Genau. Machst du noch was anderes? Erkundest du oder forderst noch jemand anderes? Ich erkunde. Mhm. Für 1. Dann nimmst du 8. Okay.
Willst du mal was anderes machen, oder? Ja, ich weiß halt gerade nicht so ganz genau, was ich machen will. Ich bin halt noch überlegen. Okay. Boah. Ist ja noch nicht so kriegsentscheidend gerade, oder? Ja, was kann dazu werden, wenn ich es nicht vorzeitig verhindere? Ah, okay, du überlegst jetzt, ob du jemanden von mir herausforderst oder nicht. Ja, klar. Jetzt habe ich da die Chance, das wegzunehmen. Hm. In der nächsten Runde regenerierst du. Erkundest du ja zweimal, oder was dann regeneriert wird. Muss ich mal überlegen, ob ich in der nächsten Runde erkunde. Du hast ganz schön viel Power gerade auf dem Board liegen, ne? Ja. Du kannst ja quasi von mir alles vernichten. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ah, ich lasse es erstmal so. Mhm. Also willst du auch nicht erkunden mit Ariel und dem Doktor? Alles klar. Dann bin ich dran. Warte mal. Ja? Mit dem Doktor erkunde ich, glaube ich. Okay. Dann kriegst du 3 Legendenpunkte, ich ist auf 11. Oh, nicht du, sondern ich. Ja. Okay, dann mache ich meine Charaktere bereit. Meine Tinten sind auch wieder bereit. Ich ziehe eine Karte. Dann lege ich Durchwühlen in meinen Tintenvorrat. Mhm. Und ich spiele für 7 Tinten Simba aus, allerdings nicht den Simba rechtmäßigen Thronfolger, sondern Simba den zurückgekehrten König. Mhm. Der braucht ganze 7 Tinten, um aufs Feld zu kommen. Hat aber dafür auch 2 ganz gute Effekte. Mhm. Und zwar einmal hat er Herausfordern. Das heißt, wenn er selber herausfordert, dann bekommt er +4 Angriff. Was? Also geht er auf 8 Angriff hoch, genau. Richtig. Und er hat noch den zweiten Effekt. Du kleiner Schlingel, der ist wendig. Der ist wendig, genau. Der hat der hat den Effekt Katzensprung. Und zwar heißt das, wenn er in meinem Zug jemanden herausfordert, dann kann er auch Charaktere angreifen, die wendig sind. Warte, wenn er in deinem Zug jemanden herausfordert. Mhm. Okay. Er kann ja nur in meinem Zug herausfordern. Also. Du? Das ist, glaube ich, der Einzige. Ich darf ja keine Beleidigung sagen. Aber ich würde dich gerne beleidigen. Nimm es mal so an. Okay. Ja, weil du die Karte, du hast nie vor eine Karte gehabt, wenn wir vorgespielt haben, die wendig hatte. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht beschworen bisher. Krass. Ja. Ich dachte immer, ich wäre untouchable. Ja. Okay. Du kannst natürlich dir jetzt erstmal sicher sein, dass ich mit dem gerade nichts machen kann, weil er gerade erst aufs Feld gekommen ist. Ich würde... Das ist natürlich schon hart, ne? Ich würde auch erstmal nichts machen. Oder? Ich muss noch mal kurz rechnen. Ist das richtig? 3, 5, 7, 8. Ja, du bist dran. Gut, dann nehme ich sie wieder bereit. Das waren jetzt 7, glaube ich, ne? Ja, 7. So, ich ziehe eine Karte. Ja. Also einmal spiele ich für 5 Vajana. Okay, ja. Lege Vajana gerne hier zu Ariel, weil Vajana andere Prinzessinnen beschützen kann. Ja. Indem sie sagt, wenn ich halt, wenn sie erkundet, dann kann ich andere Prinzessinnen wieder bereit machen. Okay. Das bedeutet, ich kann sicher mit ihr erkunden, weil ich die nachher direkt wieder so drehen kann und du sie dann nicht angreifen könntest. Ja. Die stellt sich dann schützend mit ihrem Paddel davor. Okay. Und die hat auch 6 Leben, also... Ja, die hat auch 6 Leben, genau. Und Prinzessin ist quasi das Keyword, was unten... Prinzessin, genau. Ja. Ja, okay. Wir kennen das hier, Prinzessin. Let's go. Okay. Möchtest du denn noch erkunden mit den anderen oder was? Ich mach dann noch weiter. Okay.
stecke ich Pascal in die Tinte. Alles klar, der arme Pascal. Und lege für die restlichen drei Tinten. Noch Mickey Maus raus. Jo. Aber nicht den, den ich gespielt habe. Ich habe einen Selektiv gehabt und du hast mehr. Ich habe den wahren Freund. Nee. So, ich suche mal für meine Ordnung einmal das. Also dann werde ich natürlich erkunden. Ja. Mit Ariel und noch mit jemandem anders? Ja, gerne. Mit der ganzen habe ich erkunden, die ist gerade erst gekommen. Ah, Mist. Nee, geht. Scheibenkleister. okay. So ein Mist. Ja, so ein Mist. Das stimmt. Naja, was geht bei dir denn ab? Ich habe drei Löwen. Um das auch mal klarzustellen, das hier ist ein König. Ich erkunde. Okay. Für insgesamt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gehst du auf 19. Hab dich ja schon nicht beeindruckt, dass ich einen König auf dem Feld liegen habe. Sollte es. Das ist ein König. Das ist okay. Das ist der König. Macht er jetzt was Schlimmes mit mir? Nee, ich weiß dann auch ist nicht. Okay. Das ist ein witziger Unterschied, weil dieser Simba ist der König und dieser Simba ist noch ein Prinz. Das passt ja ganz gut, weil dieser Simba ist schon zurückgekehrt als König und dieser hat sich gerade erst entschlossen zurückzukehren. Ja, da hat er ja den Kampf noch vor sich. Ganz genau. Mit Scar. So sieht's aus. Der Verräter. Okay, machst du noch was oder ist das ist alles, ne? Okay, dann mache ich meine Tinten bereit, ziehe eine Karte und beschwöre für meine sieben Tinten Prinz Erik und das Biest. Gegensätzlich, genau so. Kannst du sagen. Und dann werde ich einmal mit meinem ersten Simba Dr. Facilier herausfordern. Mhm. Der drei. Dann bist du. Ich krieg vier Schaden und du kriegst drei. Ja. Das ist natürlich ein böser Dude, der Dr. Facilier. Und dann mit dem anderen Simba auch nochmal auf den Dr. Facilier. Ja. Dann bekommt meine vier Schaden. Dann ist er weg. Dann krieg ich einen Legendenpunkt durch Simbas Effekt, gehe auf den 9. Und ja, ich habe auf jeden Fall verloren, stelle ich gerade fest. Das habe ich gerade schon festgestellt. Ja. Deswegen bin ich all in gegangen. Gehe ja hier natürlich nochmal mit allem, was geht, drauf. Ich sammle nochmal vier Legendenpunkte. Okay. 13. Und dann bist du aber dran. Genau, dann kann ich ja nochmal. Ja. Um es ordentlich zu machen, andere Sachen bereiten. Dann lege ich einfach, weil ich es kann, noch Maximus raus. Und der Kunde mit meinem ganzen Rest. Alles klar. Und dann natürlich die Kommentare. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.